Ich bin Ole, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe momentan auf die Waldorfschule. Ich habe mit 3 Monaten meinen Stand bekommen, aber lebe jetzt ein ganz normales Leben, so wie andere Leute ohne Stand oder ohne Hydrozephalus auch. Ja, hi, ich bin Rahel, ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite als Sozialpädagogin und ich lebe mein Leben lang schon mit einem Hydrozephalus-Shunt und mir geht's gut damit. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe Spina bifida und Hydrocephalus von Geburt an. Bei mir ist es so, ich stelle mich jetzt nicht vor, hey, ich bin Mary, ich habe einen Hydrozephalus, bei mir kommt es immer irgendwann dann doch mal raus. Es ist halt schwer, den Leuten das zu erklären und die verstehen es dann trotzdem nicht. Meistens reagieren die Menschen so drauf, dass sie dann sagen, ach, hast du einen Wasserkopf? Und das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich den Begriff Wasserkopf irgendwie abwertend finde. Ich bin dann eher so, dass ich dann einfach erkläre, ja, bei mir läuft das Wasser nicht ab, aber ich finde den Begriff Hydrozephalus dann doch einfach angenehmer. Das Wort Wasserkopf statt Hydrozephalus erleichtert es mir manchmal, Menschen zu erklären, was es genau ist. Ich höre es trotzdem nicht gerne. Ich weiß nicht, es ist einfach immer negativ behaftet, wenn man hört, ja, du hast eine Krankheit. Ja? Aber ich denke, das kommt darauf an, wie man mit der Krankheit umgeht. Hydrozephalus-PatientInnen geht es nicht unbedingt gut, wenn man denkt, dass es ihnen gut geht, weil es eine Erkrankung ist, die durchaus ihre Herausforderungen mit sich bringt. Weil sonst ist ja eher, okay, du hast Kopfschmerzen, ja, nimm eine Aspirin und dann passt es schon. Aber mit dem Hydrozephalus ist es dann doch einfach ganz anders. Man kann es nicht vergleichen mit, ich bin mal kurz ein Wochenende draußen gewesen und habe gefeiert oder ich habe Migräne, sondern das ist wirklich ein Druck im Kopf, der wird immer stärker und stärker und stärker. Also man muss körperlich stark sein. Aber die anderen Patienten verstehen einen. Man weiß, wie die Kopfschmerzen sind oder wie man sich mit einem Ventil und einem Shunt fühlt. Einfach offen sein, sagen, hey, das ist gerade Stand der Dinge und da möchte ich, dass Rücksicht drauf genommen wird. Manchmal hilft es auch einfach, beim Aufstehen in den Spiegel zu gucken und sich selber zu sagen, irgendwie geht's weiter. Also mir ist es wichtig, dass einfach Menschen sehen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, einen Hydrozephalus zu haben, wie zum Beispiel das Leben damit ist, dass man das gut bewältigen kann. Gerade wenn es Menschen sind, die damit seit Jahren leben, sind diese Menschen die ExpertInnen dafür. Und dann einmal mehr zu fragen, hey, wo stehst du eigentlich? Und wo kann ich dir zur Seite stehen und nicht, wo kann ich für dich das Ruder übernehmen? Ich mache hier mit, um anderen Leuten Mut zu machen und anderen Leuten zu zeigen, ich bin hier und ich bin auch weiterhin hier und kämpfe weiterhin für mein Leben und dafür, dass ich leben kann, wie ich leben will. Ich habe eine Behinderung, aber diese Barriere, diese Barrieren, die baut ihr mir auf, nicht ich mir. Wenn Menschen, die nicht in der gleichen Situation sind wie ich, anders nachdenken würden, dann wäre es für viele Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung viel besser.